Willkommen zum Wochenrückblick. Das Land zahlt burgenländischen Dorfwirten einen Registrierkassenbonus. 200 Euro für den Ankauf oder Aufrüstung von Registrierkassen werden bezahlt. Eine Förderaktion für Gastronomiebetriebe zum Ankauf oder zur Aufrüstung von Registrierkassen stellten Landeshauptmann Hans Nissel und Wirtschaftslandesrat Magister Alexander Petschnig vor. Ziel ist die Unterstützung kleiner Gastronomiebetriebe im Hinblick auf die per 1. Juni 2016 geltende Registrierkassenpflicht. Ausbezahlt wird ein Einmalbetrag von 200 Euro an Betriebe mit höchstens 5 Mitarbeitern. Die förderbaren Investitionskosten müssen zumindest 400 Euro netto betragen. Der Fördertopf ist mit 100.000 Euro dotiert. Die von der Wirtschaftsförderung Burgenland GmbH abgewickelte Aktion läuft von 1. April bis 30. Juni 2016. Die Dorfwirte haben im Burgenland einen sehr großen Stellenwert. Das Burgenland ist das Land der kleinen Einheiten. Es gibt in keinem anderen Bundesland so viele kleine Gemeinden, so viele kleine Ortsteile. Und ich bin sehr froh darüber, dass es in vielen Ortsteilen und Gemeinden noch den Dorfwirt gibt. Das ist eine schwierige Herausforderung, Gastronom zu sein im Allgemeinen, und ein kleiner Dorfwirt zu sein ist eine besondere Herausforderung, und da hat es viele Belastungen in den vergangenen Jahren gegeben. Da gibt es einerseits die Allergenenverordnung, die Raucher-Nichtraucher-Situation, den behindertengerechten Umbau des Dorfwirtshauses oder jetzt die Registrierkasse. Also insofern ist hier vieles auf die Dorfwirte zugekommen, und ich möchte gemeinsam mit unserem Regierungspartner auch ein Signal setzen und sagen, danke für diese Arbeit, die bei den Dorfwirten und in den Dorfgasthäusern auch geleistet wird, und wir wollen hier einen kleinen finanziellen Beitrag leisten von 200 Euro, wenn Sie die Registrierkasse ankaufen, und das ist eine Verdoppelung auch des Bundeszuschusses. Ja, es ist mir natürlich eine große Freude, noch Verhandlungen mit dem Herrn Landeshauptmann die Registrierkassenförderung als fachlich zuständiges Regierungsmitglied umsetzen zu können. Wir haben uns entschlossen, aus dem Budget der Tourismusförderung 200 Euro pro Dorfwirt, definiert als gewerblichen Wirt mit maximal 5 Mitarbeitern, springen zu lassen, das heißt von Landesseite zur Verfügung zu stellen. Das soll ganz einfach ein Anerkennungsbeitrag sein. Uns ist natürlich klar, dass 90% der Gesetze, mit denen die Dorfwirte zu kämpfen haben, die Gastronomen generell zu kämpfen haben, Bundesgesetze sind, die wir natürlich von Landesseite her nicht abändern können. Aber wir wollen natürlich anerkennen und wertschätzen die Arbeit, die unsere Gastronomen, die unsere Wirte machen. Und entsprechend stellen wir das eben zur Verfügung. Wir verdoppeln damit die Förderung, die man vom Bundesministerium für Finanzen bekommt. Die Wirtschaft Burgenland GmbH, die WIBUG, steht auch zur Verfügung, nicht nur unsere eigene Förderung abzuwickeln, sondern auch gleich die Förderung beim BMF für die Wirte, für die burgenländischen Wirte einzureichen. Wir wollen also dieses One-Stop-Shop-Prinzip hier gleich einmal in die Praxis umsetzen, und wir hoffen, dass wir vielleicht auch den einen oder den anderen Wirt davon abhalten können, sein Lokal zu schließen, für immer zuzusperren, sondern sich doch noch einmal für diesen schönen Beruf zu begeistern. Unverständlich ist für ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner die rot-blaue Einschränkung bei der Förderung beim Ankauf einer Registrierkasse. Die ÖVP fordert eine Registrierkassenförderung für alle Branchen. Wir bringen einen entsprechenden Antrag im burgenländischen Landtag ein. Der Unmut über eine weit übers Ziel schießende Registrierkassenpflicht ist nachvollziehbar. ÖVP-Finanzminister Schelling ist die vom burgenländischen Landtag geforderten Entschärfung zugunsten von Vereinen und kleinen Gewerbetreibenden aber nach wie vor schuldig, und die burgenländischen Steiner ÖVP rührt keinen Finger, um diese Blockade aufzulösen, hält SPÖ-Klubobmann Robert Hergowitz zur anhaltenden Diskussion fest. Die Forderung der ÖVP nach einer Ausweitung der Förderaktion des Landes sei scheinheilig, so wie Hergowitz. Das erinnert an den Brandstifter, der nach dem Feuerwehr ruft. Vernissage im Frauenkunstraum. Bunte Weinfeste der Künstlerin Katharina Hörnburger in den Büroräumlichkeiten von Landesrätin Verena Dunst. Unter dem Motto Bunte Weinfässer standen die Kunstobjekte der Künstlerin Katharina Hörnburger im Mittelpunkt einer Vernissage, die im Rahmen der Initiative Frauenkunstraum
am 2. März 2016 von Landesrätin Verena Dunst im Landhaus in Eisenstadt eröffnet wurde. Umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung mit einer Uhudler Weinverkostung von Neowinzer Georg Dulmowitsch. Im Frauenkunstraum in den Büroräumlichkeiten von Landesrätin Dunst, der 2001 ins Leben gerufen wurde, haben bis dato unzählige KünstlerInnen ausgestellt und ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit präsentieren können. Grüßen Sie mit mir die Künstlerin aus dem Südburgenland, abstammend aus Südafrika, herzlich zu begrüßen. Herzlich willkommen, Frau Herberger. Schön, dass Sie da sind. Sie sind in Johannesburg in Südafrika geboren, haben dann studiert in Bildende Kunst an den National Schools of the Arts in Johannesburg. Sie wohnen im Südburgenland, in Kulm, eine Ortschaft weiter von mir, deswegen freue ich mich, Sie schon länger zu kennen. Und ich freue mich sehr, dass Ihr Mann, der ein Vorarlberger ist, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, und Sie sich letztendlich aus der internationalen Welt in die nationale Welt des Südburgenlandes als neue Heimat zurückgezogen haben. Vieles kann ich nicht dazu erwähnen, was schon gesagt worden ist. Nur, dass die Südburgenland jetzt meine Inspirationsquelle ist und alles, was ich da unten erlebe, habe ich jetzt in dieses Ausstellung. Symbolisch wurden heute Rosen an Mitarbeiterinnen im Landesdienst verteilt. Bei der Ausübung der gleichen Berufe werden Frauen häufig schlechter bezahlt als männliche Kollegen. Diese und andere Ungerechtigkeiten wollen ÖVP mit ihren starken Initiativen bekämpfen, zum Beispiel indem Leitungsfunktionen im Landesdienst auch als Teilzeitjobs angeboten werden, erklärt Landesparteiobmann Thomas Steiner. Starke Initiativen für Frauen. Bei der Ausübung der gleichen Berufe werden Frauen häufig schlechter bezahlt als männliche Kollegen. Diese und andere Ungerechtigkeiten wollen wir mit unseren starken Initiativen bekämpfen, zum Beispiel indem Leitungsfunktionen im Landesdienst auch als Teilzeitjobs angeboten werden, erklärt der Landesparteiobmann der ÖVP, Thomas Steiner. Für Frauen ist im Vorfeld des Weltfrauentags, wollen wir als ÖVP-Club unsere Vorstellungen präsentieren, wie man verstärkt und vermehrt Frauen unterstützen kann in der Berufswelt, in der Arbeitswelt. Es ist ja unbestritten, dass es nach wie vor große Unterschiede gibt, was die Bezahlung betrifft von Frauen und Männern, auch wenn Frauen gleichwertige oder gleichartige Jobs ausüben wie Männer, sind sie nach wie vor schlechter bezahlt. Gibt es auch im Landesdienst eine faktische Benachteiligung von Frauen? Und ganz konkret ist es so, dass bei der Ausschreibung von Leitungsfunktionen praktisch durchgängig 40 Stunden eingefordert werden. Und unser konkreter Vorschlag ist, dass es so wie auch in anderen Bereichen das möglich ist, dass man auch Leitungsfunktionen als Teilzeitjobs ausschreibt. Weil ich weiß, dass im Privatleben es bereits vorgelebt wird, nämlich dass in Führungspositionen auch Teilzeitfrauen arbeiten können. Und das, was für die Privatwirtschaft gilt, wird ja mindestens genauso auch für das Land gelten. Leider ist die zuständige Landesrätin Dunst seit Jahren untätig in vielen Bereichen. Wir haben natürlich immer wieder 15 Jahre lang Ankündigungen gehört,
Es gibt jedoch keinen einzigen konkreten Vorschlag und Verbesserung für die Situation der Frauen. Weder für den Anteil der Frauen in der Technik, was immer so wieder angepriesen wird, noch konnte die Frauenarbeitslosigkeit in ihrer Amtszeit gesenkt werden. Es gibt ein ganz großes Problemfeld, wo Rot-Blau offensichtlich in kompletter Untätigkeit versinkt. Das ist die Frage der Frauenerwerbsquote. Tatsache ist, dass seit Rot-Blau regiert, die Frauenarbeitslosigkeit eklatant steigt. Aus meiner Sicht kann da das Motto nur lauten, Schluss mit lustig. Es ist genug an Vertröstung, es ist genug an Untätigkeit seitens der rot-blauen Landesregierung passiert. Jetzt muss es endlich daran gehen, dass man in die Umsetzung kommt. Am Montag kam der Landesparteivorstand der SPÖ zu einer Sitzung zusammen. Im Anschluss berichtete Landeshauptmann Hans Nissl und Landesgeschäftsführer Helmut Schuster über die Beratung. Die Arbeitslosenzahlen sind speziell im letzten Jahr besorgniserregend gestiegen. Um das Gefüge in unserem Sozialstaat nicht zu gefährden, müssen jetzt entsprechende Maßnahmen gesetzt werden, spricht Landeshauptmann Hans Nissl Klartext. Aus diesem Grund hat der Parteivorstand der SPÖ Burgenland nach einem Referat des eingeladenen Wiener Arbeiterkammerdirektors Werner Muhm eine dementsprechende Resolution einstimmig verabschiedet. Darin fordert die burgenländische Sozialdemokratie die Bundesregierung auf, verschiedene Punkte zur Verbesserung des heimischen Arbeitsmarktes umzusetzen. Wir haben vor einem Dreivierteljahr begonnen, im Burgenland, die Sozialdemokratie des Burgenlandes, eine Diskussion zu führen bezüglich Aufnahme von Flüchtlingen. Und wir können heute sagen, dass diese Diskussion dazu geführt hat, dass Österreich die Resolution, die wir vor Monaten im Landesparteivorstand beschlossen haben, auch umsetzt, dass wir mit unserem Burgenlandminister Hans-Peter Doskozil auch einen sehr kompetenten Minister in der Regierung haben, wo dieses Konzept auch realisiert und umgesetzt wird. Und wir beginnen jetzt eine neue Diskussion, wo wir glauben, dass diese Diskussion für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen sehr großen, wichtigen Stellenwert hat, einerseits, andererseits aber auch für Klein- und Mittelbetriebe sehr, sehr wichtig ist. Es geht uns darum, dass österreichische, burgenländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verstärkt in Beschäftigung kommen und dass auf der anderen Seite Klein- und Mittelbetriebe der Druck genommen wird. Es gibt Betriebe, die seit 2 Jahren keinen Auftrag im Burgenland bekommen, zum Beispiel Malereibetrieb, weil ganz einfach ausländische Firmen im Burgenland anbieten, Lohn- und Sozialdumping betreiben, nicht den österreichischen Kollektivvertrag zahlen und damit Arbeitsplätze im Burgenland vernichtet werden und Firmen keine Aufträge bekommen. Und das ist der Kern unserer Überlegungen, dass wir diese Situation diskutieren müssen und wir bieten auch Lösungen an und fordern auch die Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass es Veränderungen gibt. Retrospektiv betrachtet waren die Studien, die bei der Freizügigkeit am Zutritt zum österreichischen Arbeitsmarkt erstellt wurden, alle falsch. Man ist davon ausgegangen, dass deutlich weniger Tagespendler zu uns kommen. Auch diese Prognose war falsch. Der Herr Außenminister hat uns erklärt, dass die Balkanländer, Bosnien, Mazedonien und so weiter, der EU beitreten sollen und damit auch Zutritt zum Arbeitsmarkt haben sollen. Auch falsch. Also da wird ein Weg eingeschlagen, der von uns nicht mitgetragen wird, wo wir mit Nachdruck darauf hinweisen, dass das Burgenland in einer ganz besonderen Situation ist, weil eine halbe Autostunde in der Slowakei, in Ungarn und Slowenien entfernt 1 Million Menschen leben und die Berufstätigen dort im Schnitt 500, maximal 600 Euro verdienen. Eine neue Situation, dass wir Rekordbeschäftigung im Burgenland haben und auf der anderen Seite auch die Arbeitslosigkeit ansteigt. Das hat es in dieser Form nicht gegeben, das muss ja Gründe haben. Und diese Gründe sehen wir daran, dass wir im Burgenland 16% unserer Beschäftigten an Tagespendlern haben. Von den 100.000 Beschäftigten im Schnitt im letzten Jahr, knapp 100.000,
waren 16% Tagespendler. Jedes andere Bundesland hat einen Maximalwert von 6%. Nur das Burgenland hat praktisch den dreifachen Wert an Tagespendler. Worum geht es konkret? Eine neue Schutzklausel für den heimischen Arbeitsmarkt. Wenn man Entscheidungen trifft aufgrund verkehrter Studien und es stellt sich ganz etwas anderes heraus, dann muss man die Bundesregierung auffordern, auch Gespräche auf europäischer Ebene zu führen, um eine neue Schutzklausel schnellstmöglich zu erwirken. Landeshauptmannstellvertreter Johann Schürz beabsichtigt Änderungen des Feuerwehrgesetzes im Burgenland. Demokratische Ansätze in der Novelle zum Feuerwehrgesetz war das Thema einer Pressekonferenz von Landeshauptmannstellvertreter Johann Schürz. Schürz findet, dass es viel zu wenig demokratische Entscheidungen bei der Feuerwehr im Burgenland gibt. Es werden zum Beispiel keine Orts- oder Bezirkskommandanten gewählt, sondern vom Landesfeuerwehrkommandanten bestimmt. In der Pressekonferenz hören Sie noch von weiteren geplanten Änderungen bei den Feuerwehren im Burgenland. Es geht um die Demokratisierung des Feuerwehrgesetzes. Es gibt bei der Feuerwehr 17.000 Feuerwehrmitglieder. Im Regierungsprogramm haben wir auf Initiative der Freiheitlichen Partei festgelegt, dass die direkte Demokratie verstärkt wird im Burgenland. Wir wollen eine Bürgerbeteiligung statt eine Bürgerbestimmung. Es gibt nahezu in jedem Bundesland die demokratische Wahlen im Bereich der Feuerwehren, außer im Burgenland. In der Steiermark ist die Demokratisierung abgeschlossen. Hier gibt es ein neues Feuerwehrgesetz und dieses Feuerwehrgesetz, muss man sagen, ist wirklich sehr gut aufgebaut und das kann man ruhig auch als Diskussionsgrundlage für das Burgenland nehmen. Beispiele: In der Steiermark besteht nun die Möglichkeit, dass jedes Feuerwehrmitglied, wenn das Feuerwehrmitglied ein Jahr bereits Mitglied ist, den Ortsfeuerwehrkommandanten in geheimer Wahl mitbestimmen kann. Für die Wahl zum Kommandanten muss man 3 Jahre Mitglied sein, das heißt, das passive Wahlrecht ist 3 Jahre, das aktive Wahlrecht ist 1 Jahr. Ich finde das wirklich sehr gut. Das ist aus meiner Sicht fast schon monarchieähnlich, um das ganz vorsichtig zum Ausdruck zu bringen. Denn, ich zitiere aus dem Feuerwehrgesetz, der Ortsfeuerwehrkommandant wird gewählt auf Vorschlag des Bürgermeisters. Und jetzt kommt es, der Bezirksfeuerwehrkommandant wird vom Landesfeuerwehrkommandanten ernannt und kann auch vom Landesfeuerwehrkommandanten abberufen werden, wobei dem bisherigen Bezirksfeuerwehrkommandanten und dessen Stellvertreter die Gelegenheit zur Äußerung gegeben ist. Ne? Also neues Service für Betriebe. Verfahren werden schneller und effizienter, Kooperation vom Land, Burgenland und Wirtschaftskammer. Die Clearingstelle für Anlageverfahren im Burgenland als Schnittstelle zwischen Behörden und Wirtschaft. Das Land hat in Abstimmung mit der Wirtschaftskammer Burgenland die Clearingstelle für Anlageverfahren im Burgenland eingerichtet. Ziel ist es, Verfahren im Anlagenbereich effizienter zu machen, um Genehmigungen für Unternehmen rascher zu erteilen. Details dazu stellten Landeshauptmann Hans Nissel, Wirtschaftskammerpräsident Ingenieur Peter Nemeth und Hofrat Magister Dr. Josef Hochwarter, Leiter der Abteilung für Anlagenrecht in Eisenstadt, vor. Ich sehe darin eine wichtige Serviceleistung für die burgenländischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Attraktivität eines Wirtschaftsstandorts und damit die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen hängt auch davon ab, wie rasch die entsprechenden Genehmigungen erteilt werden. So Nissel. Das Land Burgenland und die Wirtschaftskammer richten eine Schlichtungsstelle, eine Clearingstelle ein, sozusagen als Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Verwaltung, um Problemen bei Betriebsanlagengenehmigungen, bei Anlagengenehmigungen schon im Vorfeld zu beseitigen. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass die Bürokratie reduziert wird, dass die Verfahren beschleunigt werden und dass rascher dadurch auch Arbeitsplätze entstehen können. Und ich denke, das ist eher einmalig in Österreich, dass es diese Einrichtung gibt. Und wir werden damit auch erreichen, dass Betriebe rascher bauen können, umbauen können, dass es weniger Probleme gibt und dass so in Zukunft leichter Arbeitsplätze entstehen können.
Die burgenländischen Unternehmer klagen sehr oft über zu viel Bürokratie, vor allen Dingen auch über Rechtsunsicherheit und überzogene Forderungen und Auflagen bei Betriebsanlagegenehmigungen und bei Überprüfungen. Es gibt hier gute Beispiele, wo einem zum Beispiel vorgeschrieben wird, den Fluchtweg zu verkürzen, ist aber im Haus nur mit großem finanziellen Aufwand notwendig, obwohl es das Objekt schon seit Jahrzehnten gibt. Und die Wirtschaftskammer hat die Aufgabe, hier zu beraten und Serviceleistungen anzubieten, aber gemeinsam in der Clearingstelle gangbare Lösungen für die Unternehmerinnen und Unternehmer zu finden, damit diese Auflagen eben nicht überbordend sind. Bereits jetzt gibt es ja für Anlagenbetreiber die Möglichkeit, noch vor Planungsbeginn sich Informationen bei einem Anlagensprechtag von der Bezirksverwaltungsbehörde einzuholen und sich beraten zu lassen. Sollte es in weiterer Folge bei der Verfahrensabwicklung zu Irritationen oder Probleme kommen, hat er jetzt auch die Möglichkeit, im Wege der Clearingstelle Hilfestellung in einer gemeinsamen und koordinierten Vorgehensweise zwischen Wirtschaftskammer und Behörde zu erreichen. Tourismus in Eisenstadt. Wer im Glashaus sitzt, eine Reaktion der beiden Regierungsparteien auf die anhaltenden Angriffe des ÖVP-Bürgermeisters in Eisenstadt, Thomas Steiner. ÖVP an der Spitze, Obmann Steiner, hat die letzten Tage und Wochen keine Gelegenheit ausgelassen, die Tourismuspolitik der Rot-Blauen Koalition und insbesondere auch des FPÖ-Tourismuslandesrates Magister Alexander Petschnig zu kritisieren. Wer im Glashaus sitzt, lautet die Reaktion von SPÖ und FPÖ darauf. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz befassten sich FPÖ-Landesrat Magister Alexander Petschnig und die Fraktionsführer von SPÖ und FPÖ im Eisenstädter Gemeinderat, Vizebürgermeister-Landtagsabgeordneter Günter Kovacs und Stadtparteiobmann-Landtagsabgeordneter Gesa Mollner mit der Tourismusbilanz von ÖVP-Bürgermeister Steiner in Eisenstadt. Anlass der heutigen Pressekonferenz war, nachdem der ÖVP-Landesparteiobmann Steiner ja recht üppige Kritik an der rot-blauen Landesregierung und auch an meiner Person geübt hat, was den Tourismus betrifft,
Anlass war es eben, dass wir eben einmal schauen, auf welchem Fundament diese Kritik steht, insbesondere wenn man eben einen Blick in jene Bereiche wirft, das heißt in die Landeshauptstadt Eisenstadt, in der Steiner selbst unter anderem ja auch für den Tourismus zuständig ist. Und ein Vergleich der Zahlen macht sie sicher, während das Land, also sich durchaus positiv entwickelt, auch über einen längerjährigen Vergleichszeitraum, fällt Eisenstadt mit Ausnahme von statistischen Tricks und Sondereffekten immer weiter zurück, obwohl der Städtetourismus in ganz Österreich boomt. Da ist Eisenstadt eine sehr unrühmliche Ausnahme und daher ist, glaube ich, der Beweis wirklich stichhaltiger Pracht, dass eine Versteinerung der Tourismuspolitik auch für das Land also keine gute Ansage ist, sondern ganz im Gegenteil Arbeitsplätze und Wertschöpfung gefährdet und daher man tunlichst davon Abstand nehmen sollte. Ja, heute das Thema eben Tourismus in Eisenstadt. Vieles ist falsch gelaufen in den letzten Jahren. Der Herr Steiner hat sich erdreistet, über das Land Burgenland, über den Tourismus im Burgenland schlecht zu reden. Das ist natürlich schon sehr, sehr eigenartig, wenn man sich besonders die Zahlen natürlich hier im Burgenland ansieht. Die Zahlen im Burgenland sind ausgezeichnet. Wir haben ein großes Plus. Nur die Stadt Eisenstadt hinkt enorm nach. Und in den letzten Jahren, also seit 2011, seit das Herr Steiner verantwortlich ist für diese Stadt, hat es zum Beispiel keinen Kontakt gegeben mit dem Tourismusverband, mit dem burgenländischen Tourismusverband, keine Initiative der Stadt Eisenstadt, des Tourismusverbandes in Eisenstadt mit dem Land Burgenland. Da zu kritisieren, den, der erfolgreich ist und auf seine eigenen Zahlen nicht zu sehen, das ist natürlich schon sehr eigenartig. Und ich habe es vorher in der Pressekonferenz schon anklingen lassen, nur mehr 55.000 Nächtigungen. Und zum Vergleich, Rust, nicht weit weg von hier, hat alleine 150.000 Nächtigungen pro Jahr mit ca. 1.800 Einwohnern. Eisenstadt, die Landeshauptstadt, mit dem großen Trumpf Heiden, Esterhazy in dieser Stadt zu haben, das Schloss zu haben, nur mehr 55.000 Nächtigungen. Was ist los, Herr Steiner? Was ist los und warum ist nichts los, Herr Steiner? 20 Geschäfte momentan zu in der Fußgängerzone, 20 Geschäfte, die schließen mussten. Das hat Gründe. Das ist Gründe, weil eben keine Bewegung mehr da ist, weil die Frequenz überhaupt nicht mehr passt und er macht nichts dagegen. Hier gehört Strategie, da gehört gut überlegt und das ist ihm in den letzten Jahren nicht gelungen. Und das ist das Ergebnis, 4 Jahre Steiner oder wie wir auch schon in Eisenstadt sagen, Steiner hat Eisenstadt versteinert. ÖVP-Obmann Steiner gefällt sich momentan gut in der Rolle, den Tourismus im Burgenland zu kritisieren und das, obwohl er in Eisenstadt selbst nichts auf die Reihe bringt als Bürgermeister. Eisenstadt konnte nicht nachhaltig vom Heidenjahr profitieren, die Zahlen waren im Keller, Steiner und Co. schlafen in der Pendeluhr. Das Problem ist nur, dass diese Nächtigungen nicht in die Statistik fallen. Wir fordern, dass sich der Gemeinderat und vor allem auch der zuständige Ausschuss endlich nachhaltig mit dem Thema befassen. Sehen Sie jetzt die Antwort des Eisenstädter Bürgermeisters Magister Thomas Steiner auf die Pressekonferenz von FPÖ und SPÖ bezüglich Tourismus in Eisenstadt. Ja, dass hier der angebliche Tourismuslandesrat mit Molnar und Kovac auf die Stadt losgehen, das ist eigentlich ein Armutszeugnis für ein Mitglied der Landesregierung und ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass hier von den eigenen Versäumnissen abgelenkt werden soll. Tatsache ist, und das müssten die drei Herren ja wissen, dass Eisenstadt keine klassische Tourismusnächtigungsstadt ist, sondern dass der Hauptteil des Tourismus in Eisenstadt sich im Tagestourismus abspielt und hier haben wir zweistellige Zuwachsraten. Hier sind wir sehr, sehr zufrieden. Hunderttausende Menschen kommen jedes Jahr nach Eisenstadt und auch die Nächtigungszahlen sind in den letzten Jahren sehr, sehr stabil gewesen, natürlich mit Schwankungen, aber wir haben immer zwischen 50.000 und 60.000 Nächtigungen. Wobei man ganz klar sagen muss, das sind Nächtigungen, die sich vor allem im Geschäftsleben abspielen. Das sind Personen, die Geschäftsreisen tätigen oder die hier arbeiten. Aber der Hauptteil und der wichtigste Teil für den Tourismus in Eisenstadt, das ist der Tagestourismus. Und ich denke, dass man nicht hergehen sollte, eine Stadt schlecht machen sollte, sondern die eigene Verantwortung wahrnehmen muss und hier Initiativen für den Tourismus im Burgenland setzt, nämlich so wie ich es gefordert habe, ein 10 Millionen Paket für den burgenländischen Tourismus, um die Qualität zu verbessern und nicht Strukturen zerschlagen.
Die Schaffung des Frauenbüros, das war der Name bei der Gründung, war eine Entscheidung von gesellschaftlichem Symbolcharakter. Das Frauenreferat hat in diesen 15 Jahren wertvolle Frauenarbeit im Burgenland geleistet und kann auf äußerst erfolgreiche 15 Jahre zurückblicken. Vor 15 Jahren wurde in der Landesrätin Verena Dunz das Frauenreferat der burgenländischen Landesregierung gegründet. 15 Jahre Frauenarbeit, 15 Jahre Anlaufstelle, 15 Jahre spezifische Frauenförderung im Burgenland, ganz nach dem Motto Taten statt Worte. Frau Landesrätin, heute ist Frauenwelttag. Was ist Ihre Botschaft an die Frauen? Heute am 8. März ist der Internationale Frauentag, der natürlich auch für burgenländische Frauen wichtig ist. Ich möchte den Frauen zum Frauentag alles Gute wünschen im ganzen Land. Jedem Mädchen und jeder Frau mit einer Gnadenbotschaft. Liebe Frau, liebes Mädchen, nimm dein Leben selbst in die Hand. Verlass dich auf niemanden. Sei du selber stark, gut ausgebildet und gut unterwegs. Und wenn du Probleme hast, dann melde dich bitte, denn ich habe im Land überall Frauenberatungsstellen, Gewaltschutzzentrum, Frauenreferat, Juristinnen, ein ganzes Netzwerk für die Frauen im Burgenland aufgestellt. Es soll 2016 keiner Frau im Burgenland schlecht gehen. Ich kann mir eigentlich weder die politische noch die reale noch die gesellschaftliche Welt ohne Frauen vorstellen. Frauen leisten enorm viel, sie leisten in vielen Bereichen viel mehr als wir Männer. Sie haben oft doppelt, dreifach Belastungen, speziell in der Politik. Die Kolleginnen, die ich tagtäglich bei der Arbeit eben sehe, auch Familie, Kinder und auch noch einen Mann zu Hause. Also sehr viel an Engagement ist notwendig, um wirklich sich als Frau wirklich auch hier zu behaupten. Und ich denke, in der Vergangenheit ist sehr viel doch Positives passiert, aber wir haben noch sehr viel zu tun. Also wir Männer müssen auch noch sehr viel mehr an Frauenpolitik verstehen und die Frauen unterstützen. Aber ich denke, auch wir sind in den letzten Jahren sehr viel lernfähiger gewesen und sehr vieles ist in den letzten 15 Jahren in der Frauenpolitik passiert und hat sich zum Besseren gewandelt. Also wir sind dabei, auch die Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, speziell in der Kinderbetreuung, auch hier weiterhin zu gewährleisten, wo also oft Bürgermeister in den Gemeinden natürlich an der Spitze stehen. Aber auch hier kann man, glaube ich, auch als Mann die Frauen sehr stark unterstützen. Ich wünsche allen Frauen, allen burgenländischen Frauen alles Gute zum heutigen Internationalen Frauentag. Die SPÖ Frauen Burgenland mit Landesfrauenvorsitzende Landesrätin Verena Dunst an der Spitze machen das ganze Jahr über burgenlandweit mit Veranstaltungen und Aktionen auf noch immer nicht verwirklichte Forderungen seitens der Frauen aufmerksam und kämpfen so für die Rechte der Frauen. Für den Internationalen Weltfrauentag am 8. März haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Alle Burgenländerinnen werden die Möglichkeit haben, im Live-Chat mit uns direkt ins Gespräch zu kommen. So SPÖ-Landesfrauenvorsitzende Verena Dunst. Alles Gute zum Frauentag! Landeshauptmann Hans Nissel zum Tag der Frauen. Ich glaube, dass der Internationale Frauentag einen sehr großen Stellenwert hat, nämlich der Tag soll auch darauf aufmerksam machen, dass Frauen noch immer in vielen Bereichen benachteiligt sind, dass Frauen oft bei gleicher Leistung weniger Lohn bekommen und diese Schere, nämlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit, die muss geschlossen werden. Ein zweiter wichtiger Punkt ist natürlich auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das heißt, dass es ein Angebot geben muss, dass Frauen arbeiten gehen können und das Angebot heißt, eine gute Kinderbetreuung zu haben, von der Kinderkrippe über den Kindergarten bis hin zu dem Pflichtschulbereich, dass es ganztägige Einrichtungen gibt, dass die Kinder auch sehr gut betreut werden. Das sind einige Beispiele, auf denen Frauen auch hinweisen. Und wir in der burgenländischen Landesregierung haben gerade in den letzten Jahren viele Frauen in Führungspositionen gebracht. Wir haben ca. 50% unserer Beschäftigten sind Frauen im Landesdienst. Und da gilt natürlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Frauen verdienen im Landesdienst natürlich das Gleiche wie Männer. Wie die Salzburger Nachrichten exklusiv berichten, wurde ein Bundeswehrsoldat im Grenzeinsatz letzten Mittwoch von einem Mann tätlich angegriffen und mit dem Umbringen bedroht. Weil er diesen 30-Jährigen den Zugang zu einer Asylunterkunft in Salzburg verwehrt hatte.
Einem Polizisten in Hannover wurde vor einigen Tagen ein Messer in den Hals gerammt. Der Präsident der FGÖ, Bundesheergewerkschaft Manfred Heidinger, forderte daher, die Eigenschutzmaßnahmen für Soldaten im Einsatz und Frieden müssen sofort erhöht werden. Alle Soldaten im Assistenzgrenzeinsatz sind sofort mit stichschutzfesten Handschuhen und Stichschutzwesten zur Erhöhung des persönlichen Eigenschutzes auszustatten. Derzeit ist nur das Jagdkommando und die Einsatzeinheit des BMI, die Cobra, mit stichschutzfesten Handschuhen und Stichschutzwesten planmäßig ausgerüstet. Am Samstag, dem 5. März 2016, fand im IQB in Eisenstadt der dritte Tag der Landjugend Burgenland statt, welcher gleichzeitig die Generalversammlung der burgenländischen Landjugendorganisation war. Der Landeshauptmann der Landjugend Burgenland, Georg Schoditsch, konnte zum Landjugendtag zahlreiche Ehrengäste, darunter Landesrätin Verena Dunst, Landesrätin Magister Astrid Eisenkopf, Bürgermeister Landtagsabgeordneter Magister Thomas Steiner begrüßen. Die Landjugend Burgenland ist eine Organisation der burgenländischen Landwirtschaftskammer und die größte Jugendorganisation des ländlichen Raumes. Pro Jahr werden zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten organisiert. Das Hauptaugenmerk der Landjugend liegt in der sinnvollen Freizeitgestaltung der Jugendlichen. Die Erhaltung ländlicher Sitten, Bräuche und Traditionen ist ebenso wie die Förderung des Bauernstandes Ziel der Landjugend. Die Landjugend Burgenland ist auch Mitglied der Landjugend Österreich und hat rund 1000 Mitglieder. Die Volkspartei unter Frauenheit fordert die Erneuerung und Vereinheitlichung der Straßenbeleuchtung. Eine der notwendigen Investitionen in die Infrastruktur von Unterfrauenheit ist die Straßenbeleuchtung. Jüngste Ausfälle von einigen Straßenlampen bestätigen den Handlungsbedarf. Aber auch schlecht beleuchtete Straßen und Gassen müssen besser ausgeleuchtet werden, forderte Vizebürgermeister Thomas Niklos. Ein weiterer Kritikpunkt der ÖVP-Fraktion ist die Auswahl von Leuchtkörpern. In Unterfrauenheit gibt es in den Straßen und Gassen mehr als 15 verschiedene Typen an Beleuchtungskörpern. Negativbeispiel für ein kunterbunter Straße ist die Neubaugasse, wo es bei insgesamt 9 Straßenlampen 5 verschiedene Lampentypen gibt und die Gasse zudem nicht ausreichend beleuchtet ist. Ein starkes Land braucht starke Frauen. Chancengleichheit darf nicht nur ein Schlagwort sein. Frauen erbringen immense Leistungen, ob für Familie, Kinder oder Beruf. Umso wichtiger ist es anlässlich des Weltfrauentags, frauenrelevanten Themen in den Fokus zu rücken. Michaela Reseter, Andrea Fraunschill und Marianne Hackel sprechen für gleiche Rechte, gleiche Chancen und gleiches Einkommen aus und sind sich einig. Chancengleichheit darf nicht nur ein Schlagwort sein. Die burgenländische Sozialdemokratie fordert vom Finanzminister schon einige Zeit mehr Personal für die Finanzpolizei. Nun wird der Druck mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger noch einmal erhöht, erklärt SPÖ-Klubobmann Robert Hergowitz und die beiden SPÖ-Nationalratsabgeordneten Erwin Breiner und Jürgen Scharbüttel. Wir haben eine Petition im Nationalrat für mehr Finanzpolizisten eingebracht. Diese Petition ist jetzt auf der Seite des Parlaments online und wir laden die Bürgerinnen und Bürger ein, diese Forderung zu unterstützen, sagt Klubobmann Robert Hergowitz. Der unlautere Wettbewerb mache mehr Kontrollen der Finanzpolizei notwendig, erklärt Nationalratsabgeordneter Erwin Breiner. Die Ergebnisse der bisherigen Kontrollen zeigen, dass bei ausländischen Unternehmen viel öfter Verdachtsfälle auf Lohndumping festgestellt werden konnten. Aufgrund des geringen Personalstands sind aber insgesamt zu wenig Kontrollen und kaum am Wochenende möglich, kritisiert Breiner. Parlamentskollege Nationalrat Jürgen Scharbüttel sieht im neuen Bestbieterprinzip einen weiteren wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Aber auch hier gelte, das Gesetz nur so gut ist, wie es kontrolliert wird. Ausführliche Berichte und Filmbeiträge zu diesen und anderen Themen finden Sie auf unserer Seite. Veranstaltungshinweise: Die drei von der Tankstelle. Nach einer Niederlage nur nicht den Kopf in den Sand stecken. Obwohl ein Gerichtsvollzieher den Freunden Willi, Kurt und Hans die Wohnung leergeräumt hat. Kein Geld, kein Job, keine Zukunft und kein Benzin. Eine musikalische Komödie nach dem gleichnamigen Film von Wilhelm Thiele findet am 11.03.2016 um 19.30 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum in Eisenstadt statt. Am 12. März von 7 bis 13 Uhr findet ein Flohmarkt in Heiligenkreuz in Lafnitztal an der B65 am Schotterparkplatz links von der Ortseinfahrt Heiligenkreuz in Lafnitztal statt. Eisenstädter Autofrühling. Eisenstadts Top-Autohäuser öffnen heuer im Rahmen des diesjährigen Autofrühlings die Türen. Die AGE der Eisenstädter Top-Autohäuser repräsentieren 10 Autohäuser mit insgesamt 24 Automarken am Standort. Am 11.03.2016 ab 7.30 Uhr in der Hauptstraße 38 in Eisenstadt.
Das war es wieder für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse und eine schöne Woche wünscht Ihnen Ihr CCM TV-Team.